Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Marc und heute erfahrt ihr von mir, warum die X22 keine Sperrluft benötigt, was ihr dadurch an Kosten einsparen könnt und was dieses Bauteil damit zu tun hat. Aber beginnen wir ganz von vorne. Was ist Sperrluft eigentlich und warum werden die meisten Spindeln auf dem Markt damit ausgestattet? Sperrluft dient dazu, das Lager an der Spindelnase vor dem Eindringen von kleinsten Schweden, Staub oder Kühlmittel zu schützen. Dabei wird ein Hohlraum vor dem Lager mit einem Luftdruck beaufschlagt, um diesen abzudichten. Die Abdichtung mittels Sperrluft zählt dabei zu den berührungslosen und verschleißfreien Dichtungen, denn bei diesen hohen Drehzahlen sind herkömmliche Dichtungen wie ein radialer Dichtring nicht möglich. Was passiert, wenn Spindellager nicht richtig abgedichtet werden, das zeige ich euch jetzt hier am Computer. Hier auf dem Bild seht ihr beispielsweise, wie der Innenring eines Spindellagers aussieht, wenn Fremdkörper in das Lager eindringen. Obwohl Spindellager in der Regel schon mit Dichtscheiben ausgestattet sind, reicht dieser Schutz nicht aus. In dem Fall hier ist Schneidflüssigkeit in das Lager eingetreten, was zu einer Mangelschmierung geführt hat und somit zu einer Abblätterung der Kugellaufbahn. Besonders gefährlich sind auch Eindrücke von harten Partikeln wie Stahl oder anderen abrasiven Spänen in der Kugellaufbahn. Anhand dieses Diagramms hier seht ihr, wie die relative Lagerlebensdauer abhängig von der Partikelart abnimmt. Es zeigt sich, je härter das Teilchen, desto geringer die Lagerlebensdauer. Aber auch fein zerstäubte Materialien wie Holz, Schaumstoffe oder Faserverbundwerkstoffe wie Carbon können im Spindellager zu extremen Beschädigungen führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, jede Verunreinigung hat eine verkürzte Lagerlebensdauer zur Folge, was zu einem früheren Ausfall der Spindel, somit zum Stillstand der Maschine und einer kostenintensiven Reparatur führt. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum verzichten wir bei unserer X22 auf die Sperrluft? Das hat einen simplen Grund. Wir verbauen bei jeder X22 serienmäßig diese fünfstufige Labyrinthdichtung, die die Abdichtung der Spindellager sicherstellt, ohne dass ihr einen Druckluft bereitstellen müsst. Die Labyrinthdichtung wie auch unsere Spindellager werden bei GMN und Nürnberg hergestellt. Dabei sitzt diese Labyrinthdichtung hier vorne an der Spindelnase zwischen diesem Spalt vor dem vorderen Lager. Wie das Ganze im Schnitt aussieht, das zeige ich euch jetzt in CAD. Dazu lege ich hier bei der Spindel einen Schnitt in das CAD-Modell, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Hier im vorderen Bereich seht ihr die Labyrinthdichtung vor dem vorderen Lager. Die Labyrinthdichtung bietet aufgrund der Kombination aus Axial- und Radialspalten eine optimale Abdichtung gegen jegliche Arten von Partikeln oder Flüssigkeit. Durch den rotierenden Innenteil entsteht eine rückfördernde Wirkung in den Radialspalten. Zudem ist hier noch eine Fangrinne, die für eine zusätzliche Dichtheit sorgt. Hier in diesem Video des Herstellers seht ihr zudem die Labyrinthdichtung unter Extrembedingungen und auch im Stillstand zeigt sich hier eine absolute Dichtheit. Aber welche Vorteile hat die Einsparung der Sperrluft? Vor allem die Energiekosten zur Bereitstellung der Druckluft sind ein oft unterschätzter Faktor. Bei Sperrluft kann von ca. 25 Liter pro Minute Luftverbrauch ausgegangen werden. Die durchschnittlichen Kosten für einen Kubikmeter Druckluft lagen 2021 bei ca. 3 Cent pro Kubikmeter, sind aber natürlich abhängig von Größe und Leistung des Kompressors und den Kosten vom Stromanbieter. Gehen wir von den 3 Cent aus, bedeutet das für Anwender, bei denen die Spindel 8 Stunden am Tag laufen muss, zwar nur 36 Cent pro Tag. Rechnet man das allerdings auf die 3 Jahre Garantie der Spindel hoch, sind das Kosten von ca. 270 Euro, die ihr euch bei der Spinergy X22 spart. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass mehrere Spindeln im Betrieb sind und das im Dreischichtbetrieb, ist die Kostenersparnis ohne die Verwendung von Sperrluft enorm. Zudem werden mit den weiter steigenden Strompreisen die Kosten auf über 300 Euro ansteigen. Neben der Kostenersparnis ist ein weiterer Vorteil, dass das dauerhafte Zischen der Sperrluft wegfällt und der Kompressor weniger häufig anspringt, was zu einem angenehmeren Geräuschpegel führt. Die Zuleitungen für die Sperrluft spart ihr euch zudem auch noch. Der Aufwand, diese in der Schleppkette zu verlegen, fällt weg und die Störkontur der Spindel ist kleiner, da der Sperrluftanschluss bei den meisten Spindeln auf dem Markt seitlich absteht. Ihr seht, die Labyrinthdichtung in der X22 ersetzt die Sperrluft 1:1. Das hat den riesigen Vorteil, dass ihr euch die Bereitstellung der Druckluft spart, wodurch ihr die Energiekosten senken und den Geräuschpegel minimieren könnt. Die Labyrinthdichtung ist dadurch nicht nur wirtschaftlich interessant, sondern auch umweltfreundlich. Das war's mit diesem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Labyrinthdichtung findet und ob ihr schon mal Probleme mit verschmutzten Lagern hattet.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.